Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Blumenfreunde, Blumenfreundinnen. Heute geht es jetzt mal ums Kleben. Wir haben also in der Floristik auch zeitgemäße Techniken. Das mit dem Wattieren und so, das hört langsam auf. Zeitgemäßer ist es, mit Floralkleber zu arbeiten. Geht schneller und man ist auch freier in der Gestaltung. Aber man muss wissen, wie man mit dem Zeug richtig umgeht. Der ist von der Konsistenz her ähnlich wie normaler Bastelkleber, Alleskleber und so weiter. Also er ist ziemlich flüssig. Ich drücke jetzt mal vorsichtig. Man muss da wirklich mit Gefühl arbeiten. Wenn man mit zu viel Schmackes da dran geht, dann kommt eben gleich ein riesen Kleberbarz da raus und da hat man die Sauerei. Seht ihr jetzt, es reicht, wenn er so ein bisschen oben rauskommt. Noch ein Tipp für die Handhabung. Ich sehe halt oft, dass in Blumengeschäften zwischen den Klebevorgängen die Tube dann einfach so auf dem Tisch liegt. Dann schmeißt vielleicht noch einer eine Schere drauf oder das kreative Chaos entwickelt sich und dann läuft natürlich dieser relativ flüssige Kleber irgendwann auch mal aus. Und dann hat man eine Riesensauerei am Tisch. Einfacher macht das euch, wenn ihr das Ding einfach in ein ausgedehntes Stück Steckschaum, am besten sogar gewässert, dann ist es ein bisschen schwerer. Wenn ihr da einfach die Tube reinsteckt, hoppala, ihr seht, wenn ich drücke hier, dann kommt natürlich gleich, seht ihr das? Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Die Tube reinstecken, dann habt ihr die immer aufrecht stehen und dann zum Kleben braucht ihr hier immer nur vorsichtig drücken, dann kommt ein bisschen Kleber raus. Außerdem könnt ihr die Verschlusskappe dann verkehrt rum mit dem Gewinde nach oben auch hier reinstecken, dann geht die euch nämlich nicht verloren. Und zwar ist es ja so, dass für Anstecker oft irgendwie Blätter beklebt werden mit Blütenteilen. Ich zeige das jetzt mal so ganz stilisiert. Also ein kleines bisschen Kleber rausdrücken, auf das Rosenblatt auftragen, nicht zu viel am besten. Dann mache ich es so, dass ich das Blatt erst einmal da drauf gebe, wo ich es kleben will und dann wieder auseinandernehme. So nach, je nach Zimmertemperatur, nach ja, 30 Sekunden, ist das Lösungsmittel, das hier in der Tube als Trennmittel fungiert, verdunstet und dann kommen die beiden Klebekomponenten zusammen und die Sache klebt. Das ist halt ganz wichtig, dass ihr dem Lösungsmittel die Chance gibt zu verdunsten. Das ist wichtig. Viele meiner Kollegen denken, viel hilft viel und geben einen Riesenbarz Kleber hin, wenn sie eine große Blüte kleben wollen. Bringt gar nichts. Immer dünn auftragen und ihr seht, während ich jetzt hier gesabbelt habe, sollte es schon soweit sein. Jetzt kann ich das hier aufkleben und es hält. Gebrauch von dem Floralkleber keine Angst haben, wenn ihr weiße Blüten, empfindliche Blüten oder sowas klebt. Ich habe sogar schon Phalaenopsis-Blüten geklebt, also diese Orchideen oder hier, ich habe hier extra ein weißes Rosenblütenblatt ausgesucht. Das ist alles kein Problem, es entstehen keine Flecken, komischerweise vertragen diese Blüten das gut. Das Einzige, wo es Probleme gibt, ist bei grünen Blättern. Das Chlorophyll verträgt sich offensichtlich nicht mit dem Lösungsmittel. Und dafür gibt es aber einen speziellen Kleber.